Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Seit dem letzten Mal nicht viel passiert, ist ein neuer Aufnahmetag, hab Amiibo schon durchgehauen, das mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich kann. Also, ich spiele jetzt nicht jeden Tag durchgehend Xenoblade, das kann ich euch versichern. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, mache ich das. Sequenz? Nee. Endlich wieder in den heimischen Gefilden. Das Ding erinnert mich immer noch an Bumka aus Xenoblade 1. Dazu hinterfrage ich nicht. Im Übrigen, dieser Mwamba und der Lance, die Rasse, die kam bisher, glaube ich, nicht in den Xenoblade-Teilen vor. Deswegen weiß ich nicht, welche Rasse die genau sind. Wenn, waren die nur so ganz nebenbei. Will ich mal erwähnen. Also in der ersten gab es halt nur Menschen, hier dann Zenithias hießen die, glaube ich, das sind die mit den Flügeln und halt die Nopons. Das ist das kleine fällige Ding da. Und bei Xenoblade 2 gab es halt auch nicht so viele Völker. Und Xenoblade X soll hier eigentlich nicht so wirklich kennen sein. Das wollte ich einfach mal angesprochen haben. Kann sein, dass ich mich mit dem Volk, mit dem Flügel vom Namen hier vertan habe. Ich blende einfach hier mal den richtigen Namen ein. Die Flamme. Die Flamme zeigt die Menge an Lebensenergie, die vom besiegten Feinden geerntet wurde. Die Flamme nimmt mit der Zeit ab. Die Werte deiner Charaktere nehmen mit gefüllter Flammenuhr zu. Also versuche die Flammenuhr möglichst voll zu halten, um die Boni zu behalten. Ja, reden lohnt sich. Das weiß ich schon aus vorherigen Teilen. Es ist sehr, sehr wichtig, bei diesem Spiel sich mit allen zu unterhalten. Und ganz ehrlich, diese Nebenstorys sind nicht bedingt unwichtig. Da, jetzt habe ich hier nämlich zum Beispiel ein bisschen mit der Kolonie mich ein bisschen angefreundet. Ich würde gerne auch noch mal zum ersten Punkt noch mal zurückreisen, weil da ja auch noch irgendwer war, mit dem ich hier dieses Liedchen machen kann. Ich wollte nur erstmal den nächsten Schnellreisepunkt haben. Diese Lebnisse, das waren diese Riesenmaschinen, ne, die uns einfach wegbraten wollten. So, jetzt habe ich den Reisepunkt. Jetzt kann ich machen, was ich schon vorhatte. Die Beatsliste. Nochmal ganz kurz hier. Ach so, Reisepunkt momentan gesperrt. Nach Möglichkeit würde ich gerne da einmal nochmal hin, weil da so jemand war, den man ein Lied trällern kann. Allein deswegen will ich da nochmal hin. Ich habe übrigens auch den Schalk-Amiibo ein zweites Mal durchgehauen. Man kriegt nur beim ersten Mal hier was mit dem Monado. Ich will mir mal kurz die Karte angucken. Könnte da nicht eventuell auch noch was sein? Ach komm, wir machen jetzt erstmal Hauptquest. Es muss ja alles noch aufgedeckt werden, was wir hier machen können. Ich kann ja derzeit ja auch nicht zwischen den Charakteren wechseln. Muss ich wahrscheinlich auch erst freischalten. Vorne ist wieder jemand zum Quatschen. Der Pheronis von Kolonie 9 ist offenbar für eine Weile außer Gefecht. Das ist wahrscheinlich unser Riesenmaschinen-Ding, ne?
Also ich nehme das zumindest an. Da vorne ist auch wieder jemand zu quatschen. Die Lady des Teams freut sich, dass sie gleich endlich baden kann. Oder duschen. Dem Rest scheint es ihr relativ egal zu sein. Badezelt. Oh ja, Zwischensequenz. Wir sehen jetzt die Frau in der Schöpfer beim Baden. Falsch gedacht, Leute. Die baden sogar gemeinsam. Say, you know how you became an officer after what happened? I guess. Yeah. Does it still hurt? No. I can't say I'm totally over it, but I'm getting there. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Anyway, worry about him. Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. He never got to apologize, so... You know. You guys talking about the battle? Don't worry about the bonus points, because I'll have nabbed them all. The snuff you on about? I'll have you know I clocked up a fair bit more. Oh yeah, sure. I'm the one who took the heavy off its hinges. They give you loads of points. Ooh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit. But don't worry, you can thank me later. Huh? You're a right muppet, Lance. All right then. Off to bed with me. Yeah, all that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on, let's go. Yeah. Kann man mal kurz ansprechen, dass die offenbar null Probleme mit Nacktheit haben. Also, die waren ja wirklich zusammen nackt im Wasser. Haben sich sogar gesehen nackt und... Die Frau, also sowohl Frau als auch Kerl haben sich null beschwert, dass hier irgendwer nackt gesehen wird. Also, ich weiß schon, was beim Pub für die Folge wird. Wie komme ich da oben drauf? Da ist Container. Da gibt es bestimmt irgendeinen Weg. Ich sehe auf der Karte ja auch, dass es irgendwo Leitern offenbar geben soll. I might do some spot maintenance on our gear before I kit. Lance, you're being very diligent. Aber eine wunderschöne Szenerie gerade eben. Das hat jeder von euch genossen. Stimmt. Ja, hab ja keine andere Wahl, ne? Und da kommt wahrscheinlich auch wieder eine Sequenz. Oh ja, ab in die Haie, da schließe ich mich an. Ich sollte recht behalten. An emergency assembly. It's the crack of dawn, guys.
Why? No idea. We better take a look. To get to the assembly point, we got to run through the Pharaonis interior. Jetzt darf ich hier hoch. Von da oben komme ich bestimmt auch an den Container. Ja, momentan ist Feueralarm, wie es scheint. Da vorne ist, glaube ich, ein Container. Wir erkunden aber gleich alles. Komme ich von hier aus an den Container ran? Wenn ich einen guten Sprung mache, ja. Meiner. Ich bin Künstler mit den Sprüngen. Ich habe ein Truthahn-Notizheft. Wird bestimmt mal nützlich sein. Einfach mal umschauen. Hier sind bestimmt Leute, mit denen ich reden kann. Außerdem kann man hier noch Sachen entdecken. Allein schon für die Ortsentdeckungen kriegt man ja Erfahrung. Und Grinding wird später sehr, sehr wichtig. Let's use this. Ich erkunde hier erstmal fertig. Wir finden bestimmt noch irgendwas Interessantes. Sag ich doch, hier ist eine Leiter und da ist ein Container. Ich weiß schon, warum ich erkunde. Bin nur von Silbermünzen. Ich glaube, von früher, dass das ungefähr so ist wie mit den Mini-Medaillen bei Dragon Quest. Mit diesen Nopon-Silbermünzen. In dem Fall Schaden habe ich in Kauf genommen. Man heilt sowieso automatisch. Solange man nicht im Kampf ist. Remind me, what are we lining up for here? Royal Decree from the castle. They say an enemy armored unit's approaching this area. Come on, man. I just got to sleep and everything. Friend's fault for staying up late. And whose fault was it I couldn't sleep? I asked you to do the maintenance on my power frame, but you totally messed up my settings. That probably different frame. Riku is popular guy bun, crushed by weight of fans asking to do favors. Sometimes mix up orders. Man, if config's bamboozle, why not fix myself? That's why I didn't get any sleep, Furball. I'm here to announce today's mission. You have one target. It's currently on course for the suppression area here. Judging from the mass, it's expected to be large in size. And based on its speed, we estimate it will reach the Alfeto Valley at 0100 hours. Notably, the target's emitting a considerable amount of ether energy. As for your mission, deploy at the canyon by the designated time. Investigate and destroy the source of ether. Commander, one question. Go. About this target, can we assume it's from Agnes? We don't know. We haven't been able to confirm, but it seems that they're also gunning for it. This would suggest it should be seen as part of a different enemy force. Combat with Agnian troops in the area is also expected. Details will be sent to your Iris after deployment. Clear? You are to remain vigilant throughout the operation. Dismissed. Okay, wir haben unsere nächste Mission erfahren. Und wieder mal war es heute mehr Film als Spiel, ne? Ja, jetzt kann ich endlich Zeug kaufen. Danke, Mamba. Den Streit zwischen Riku und Lanz fand ich übrigens sehr lustig. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Ich brauche nur eine andere Taste drücken und der will die ganze Zeit überspringen. Normale Mission, Kampfvorbereitungen.
Ja, es gibt halt auch noch so Nebenmissionen. Und wir haben einen neuen Reisepunkt entdeckt. Ja, mit G, also Gold, kann ich Zeug kaufen und verkaufen. Diese Waage-Dinge, die sind einfach nur zum Verkaufen. Da weiß ich auch noch von früher. Hallo Fox, was hast du denn so zu erzählen? Ach, wegen dem Fellknödel. Was ist eigentlich, wenn ich ihn nochmal anspreche? Ah, okay, dann kann man einfach nur dasselbe Gespräch nochmal abhören. Camilla, ich brauche Ausrüstung. Wir kaufen zum ersten Mal ein. Bronze Stirnschuss, Glimmspeicher, also was es hier alles gibt. Das hier fände ich für mich viel praktischer. Ich hasse es, wenn man gezwungen ist zu irgendwelchen Sachen. Wut ist das, was man für den Ultra-Angriff braucht. Gebetskette war früher sehr, sehr praktisch. Vor allem bei Botskämpfen. Aber momentan kann ich eh nichts verkaufen, ne? Beziehungsweise noch weiter einkaufen. Ja, das würde ich dann, wenn unsere Heilerin geben. Ja, ich weiß, ich bin gezwungen, jetzt erstmal den Hauptcharters anzuziehen. Ich wechsle das sofort wieder zurück. Ich hasse das, wenn man gezwungen ist. Weil das ist natürlich nur zu Anfang so. Danach habe ich eigene Auswahl. Ach, dafür ist der Rang. Bei denen gab es früher nicht. Außer bei X, da gab es glaube ich auch einen Rang. Da gab es aber auch mega viele Völker. Was ist ein Schlamassel? Nee, da hinten scheint Probleme zu geben. Ja, aber immer doch. Ich müsste auch mal gucken, ob ich jetzt mittlerweile wieder zurückreisen kann. So, jetzt aber auch auf jeden Fall zuerst. Krommschärpe. Du kriegst den Bronzestirnschutz. Du brauchst das dringender. Du bist schon einmal verreckt. So, mit dem müssen wir noch reden. Ich habe da gerade was mit Charaktere anpassen gelesen. Okay, das mit dem Charaktere anpassen, das war ein komplettes Game. So, ich will jetzt kurz nochmal gucken. Kann ich jetzt schnell reisen? Nein. Na gut, dann würde ich sagen, mit diesem Roald reden wir beim nächsten Mal. Ich sammle jetzt noch den Container ein, der hier offenbar hintersteht. Hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Und wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!